So, da bin ich wieder. Es geht weiter hier im Kloster von Vigur im Dwarku District. Hier bei Ninja Gaiden Black. Gut. Das war ein bisschen weit. Aber egal. Hier gibt es erstmal einen Shop. Okay, nichts weiter. 4, 5 Pfeile haben wir voll, glaube ich. Nicht ganz. Brauche ich da. Ach, das war so Lolz. So, was ist hier drin? Teufelsfahrt. Sehr schön. Dämonen, hallo, lange nicht gesehen. Die Vordertür war übrigens verschlossen, hatte ich beim letzten Mal, glaube ich. Oder beziehungsweise im letzten Kapitel vergessen zu sagen, deswegen mussten wir das so machen. Okay, und das war's auch schon. Da hinten gibt es eine Speicherstatue. Werden hier aber erstmal aufmachen. Und wieder ein bisschen Fluidium sammeln. Ich weiß, Fluidium ist so ein ekelhafter Begriff, aber. Da wir jetzt hier Ninja Gaiden Black spielen und nicht Ninja Gaiden 2, stört mich das gänzlich wenig. So. Wieder hier rein. Und abspeichern. Kleiner Ladeabschnitt und es geht weiter. Wie steht eigentlich, wie ist jetzt, ich muss mal kurz Bestandsaufnahme machen. Okay, alles voll. Jetzt habe ich aber doch zur Sicherheit nochmal die Kisten ab. Über alle Altarhalle. Okay. Oh, oh, der Reaper. Also, das ist bei mir jetzt der Reaper. Ich dachte schon, ich hätte verzogen gerade. Gut. Also, unser Ziel ist es jetzt, unter die Erde zu kommen. Dazu brauchen wir das Buch der Äonen, das sich irgendwo weiter oben befindet. Also, ja. So, da ist eine Tür, die nehmen wir gleich. Ich will nur gucken, was hier drin ist. Teufelselixier. Teufelsfahrt, so. Gehen wir hier hin. Und somit wären wir dann im Archiv.
Der erstellt immer solche Kreise. Wenn wir da zum falschen Zeitpunkt drin sind, dann kriegen wir ein bisschen Schaden. Okay, das war's schon. Also seht ihr, das ist übrigens schon das zweite Burgstück für den Zwillingsplatz. So. Figurische Geschichte. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Ich werde das immer kurz screenen, sag ich mal. So. Teil 3. Scarabeus und Flammenschuriken. So, die brauche ich jetzt gleich, deswegen rüste ich die schon mal aus. Da ist noch eins. Teil 4. Und dort hinten die 5, glaube ich. Ne, der Imperator. Wie gesagt, wer das sich durchlesen müsste, einfach mal auf Stopp drücken. Ich möchte jetzt hier, für die, die es nicht erfahren möchten, halt den Spielfluss nicht stoppen. Nicht großartig stoppen. Sehr schön. Ist hier noch eine? Nee, sehr schön. Okay. Erstmal gehen wir jetzt zum anderen Raum. Der hier. Zur Mönchzelle. So, dann gibt's im Spiel verteilt 4 Statuen, die wir fürs Ende brauchen. Die erste haben wir hier. Die werden wir aber auch finden. Alle 4, die wir brauchen fürs Ende. Raubvogel, Gott der Empfindung. Dann haben wir ein Klaus Büchlein mit den, dass der Mönch das Buch der Äonen im Tresorraum verstaut hat am 27.12. und links, rechts, rechts, links. Links. Rechts, rechts und links. Das Buch der Äonen. Tadam. Hi Grim Reaper! Du erwischt mich nicht.
So. Schön, das war der letzte. So, okay. So, jetzt gibt es hier auf beiden Balken Items. Ich krall mir erstmal den Skarabäus. Was haben wir hier? Teufels. Okay. Auf der anderen Seite gibt es auch noch zwei Items. Kraftelixier. Okay, das lasse ich hier noch. Schade. Okay, das hole ich mir beim... Ich komme nämlich hier nochmal wieder her. Schade. Okay, gut. Hätten wir das. So, jetzt bucht der Oonen hier einsetzen, damit wir im Kapitel hier weiterkommen. Der öffnet nämlich hier quasi die nächste Ebene. Oder den Zugang zur nächsten Ebene. Ja, wir möchten uns wirklich fallen lassen. Jetzt hier im Untergrund. Gibt es eine Karte des Friedhofs, unterirdischen Friedhofs, Flammenschuriken noch einen und Save Point. So, jetzt kommt ein kleiner Geschicklichkeitsabschnitt, den ich sehr geil finde. Hier gibt es eine riesige Steinkugel, die ein bisschen lose ist. Und hier werden wir gleich jetzt einen Flammenschuriken ranmachen, damit wir hier weiterkommen. Ihr könnt euch sicherlich denken, was passiert. Richtig. Würde schon fast sagen Indiana Jones-like, aber egal. Wir sind schließlich Ryu Hayabusa und wir können an Wänden entlanglaufen. Puh. Okay, das war knapp, das gebe ich zu. Und das war dumm. Okay, das passt. Okay, gut. Hier kommen wir eh nicht mehr wieder hoch. Deswegen benutze ich doch mal das Starke. Gut. Und hier sehen wir ein Skelett. Dinosaurier-Skelett. Merkwürdig. Okay, gehen wir weiter.
Nein! Oh, ich Idiot. Verdammt. Okay, das war Eigenfail, gebe ich zu. Flüchtigkeitsfehler, wenn ihr so wollt, also... Na egal, nicht so schlimm. Ist ja nicht sonderlich weit, was ich jetzt hier nachzuholen habe. Oder nochmal zu machen habe. Ist nur ein bisschen ärgerlich. Aber puh.